Hallo meine Freunde, euer Coach hier ist Sessi. Die neuen Zahlen sind da. Die Inflation ist so hoch wie seit 41 Jahren nicht mehr. 8,5% gerade rausgekommen. Haben wir jetzt eine Gefahr, dass eine Hyperinflation entsteht? Und haben wir die Gefahr, dass wir nie wieder in unserem Leben Toilettenpapier kaufen können und nur noch den Popo hier mit abwischen? Das besprechen wir in diesem Video. Und das Weiße Haus hat ja wieder schön manipulativ ein paar Tage vorher gesagt, ja, ey, die Zahlen, die Inflationszahlen werden rauskommen und die werden extrem hoch sein. So, und dann haben natürlich alle erwartet, dass es zweistellig wird, also dass es so mit 10-11% oder so. Und dann kam nur 8,5% und alle so, oh, da haben wir ja Glück gehabt, dass es nicht 11% sind. Aber es war natürlich manipulativ, weil 8,5% ist wieder höher als letztes Jahr. Was heißt erstmal ganz kurz Inflation? Inflation heißt, wenn du nicht nächstes Jahr 8,5% mindestens und die Realinflation ist bei 15%. Also eigentlich, wenn du nicht 15% mehr Gehalt im nächsten Jahr kriegst, kannst du 15% weniger kaufen. Dann ist zwar das Geld immer noch, sieht noch auf dem Gehaltscheck genauso aus, aber du kannst halt weniger kaufen. Und das ist das, was über die 100 Jahre das Geld wurde entwertet und 99% der Kaufkraft ist praktisch verschwunden. Das heißt, früher konnte man noch, deine Eltern, deine Großeltern konnten noch ein Gehalt haben als Familie, drei Kinder, alle konnten sich ernähren, in Urlaub fahren, ein Haus haben, Auto haben und ganz normal leben. Das geht heute nicht mehr, weil das Geld sich entwertet und das ist die Inflation. Wie kommt es zu der Inflation? Ist jetzt nur Putin daran schuld und Putin ist ja auch an dem Klimawandel schuld? Nein. Das ist, wenn man zu viel Geld druckt und das ganze System auf Schulden aufgebaut ist und das über Jahre und Jahre und Jahre, dann kann es natürlich, dann wird sich das Geld entwerten, weil in den letzten, ich glaube, 30 Monaten sind 40% aller Dollar gedruckt worden. In den letzten 2 Jahren. Das ist so krass. Und wenn man so viel Geld ins System schmeißt, dann ist es klar, dass sich das Geld entwertet. Wenn du eine Mona Lisa hast, dann denkst du, oh krass, eine Mona Lisa, die muss mega teuer sein. Aber wenn du jetzt auf einmal die gleiche Mona Lisa 1000 Mal hast, dann ist es nicht so wertvoll. Das heißt, das Geld entwertet sich. Das ist, als wenn du, keine Ahnung, ein Haus hast, das ist 10 Meter hoch. Und dann sagst du, ja, jetzt heißt das nicht mehr 10 Meter, jetzt heißt es einfach, es ist 100 Meter hoch. Ja gut, aber es ist ja trotzdem das gleiche Haus. Das heißt, egal wie viel Geld man druckt, du hast ja nur die gleichen Assets, also die gleichen Werte. So Häuser und alles, was das wahre Geld ist. Du hast ja nicht mehr davon. Und deswegen funktioniert es nicht, dass man sich mit Gelddrucken da rausholt. Sonst wäre auch Venezuela und die ganzen Länder, die einfach Scheine haben, wo 100 Trillionen draufsteht, dann wären das ja die reichsten Länder. Es ist aber nicht so. Weil es gibt ja nicht mehr, egal wie du es nennst, egal ob du sagst, das Haus ist jetzt 10 Meter hoch, 100 oder 5 Millionen Meter hoch, es ist ja egal, es steht ein Haus da. Und das ist der Grund, warum man sich da einfach nicht rausdrucken kann. Was macht die Fed jetzt? Kann es zur Hyperinflation kommen? Hyperinflation ist jetzt nicht so, dass man das sich nicht vorstellen kann, weil in Venezuela, in der Türkei, in Syrien, nee, Libanon, nicht Syrien, ist überall eine Inflation und bis zu 40-50% in einem Jahr. Und wir sind jetzt schon bei 8,5 in den USA. Und das ist mit einer der stärksten Währungen. Das heißt, es ist schon eine Gefahr da. Wie sieht man das jetzt? Und ja, wie ist es im Vergleich zu früher? Also früher, vor 41 Jahren, als die Inflation auch bei 8,5% war, da hatten wir eine ganz andere Situation. Da waren die Zinsen, also was man, also die Zinsen, heute sind ja die Zinsen praktisch bei Null. Wenn du jetzt ein Haus kaufen willst oder so, dann kriegst du von der Bank einen Kredit für, sagen wir mal, wenn du einen guten Deal bekommst, 2%, sagen wir mal 1,8 manchmal, 2,5, wie auch immer. Sehr niedrig. Damals war es so, dass die Zinsen bei 15% lagen. 15%, das haben die haben die Zinsen so hoch geknallt, dass die Inflation runterkommt. Und damit macht man natürlich die Wirtschaft komplett kaputt. Könnte man das heute auch noch machen, dass man die Zinsen jetzt auf 15% anhebt, damit eigentlich keiner sich mehr was leisten kann, damit alle Firmen pleite gehen, dann würde man erstmal komplett den ganzen Markt rasieren. Also es wird dann zur Finanzkrise kommen. Sogar die Deutsche Bank hat jetzt schon gesagt, die Recession, also die Finanzkrise, ja, sehen die schon als sehr realistisch. Ich habe das ja schon in den letzten Videos gesagt, aber kann man das jetzt machen, dass man einfach die Zinsen so hoch knallt, dass
wir mit der Inflationsrate runterkommen. Und da gibt es ein ganz großes Problem. Stell dir den Staat als Firma vor. Sagen wir mal, du bist eine Firma, verdienst 1 Million im Jahr als Beispiel und du hast Schulden. So, und früher, 81, war es so, dass du dann von der 1 Million, die du im Jahr verdienst, 300.000 Schulden hattest. Das heißt, wenn die Wirtschaft dann runtergehen, hast du trotzdem noch Einnahmen, also hast immer noch mehr Einnahmen, dass du deine Schulden von 300.000 mit der Million kannst du noch bezahlen. Selbst wenn es ein bisschen runtergeht, die Wirtschaft, kannst du trotzdem noch deine Schulden abbezahlen. Wie ist es heute? Und das ist extrem krass. Heute ist es so, dass du, sagen wir mal, du hast die gleiche Firma für 1 Million, aber du hast 120, also Prozent, also 1,2 Millionen Schulden. Du hast eine Firma, die 1 Million einnimmt, aber du hast 1,2 Millionen Schulden. Du hast viel mehr Schulden, als du einnimmst. Und wenn du dann auch noch 15% Zinsen zahlen musst, auf viel mehr, als du einnimmst, dann bist du komplett im Eimer. So, und das ist der Staat. Jetzt gerade, das, was der Staat einnimmt, reicht nicht mal dafür, die Schulden zu bezahlen. Und wenn jetzt die Zinsen auf 15% hochgehen, das ist ein Komplettbankrott. Also komplett. Und man muss sehen, dass wenn jetzt die Zinsen hochgehen würden auf 10% als Beispiel, dann würden ja die ganzen Firmen pleite gehen. Was würde es dann bewirken, wenn die ganzen Firmen pleite gehen, keiner sich mehr irgendwas leisten kann? Natürlich, dass weniger Steuereinnahmen reinkommen. Das heißt, als Fed kannst du eigentlich nicht die Zinsen zu hoch knallen, aber du kannst eigentlich auch nicht weiter ohne Ende Geld drucken. So, und deswegen, wie die Fed da rauskommt, ist praktisch kein Finanzexperte sagt jetzt, ah, sie müssten jetzt genau das und das und das machen. Nein, das Ziel ist so, ja, wir erhöhen jetzt ein bisschen, dann nochmal 0,25% höher die Zinsen, nochmal zwei, und wir versuchen so eine weiche Landung, dass es irgendwann, Hoffnung, irgendwann die Inflation so wieder runtergeht. Aber das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. So. Und deswegen, ja klar, das ist schon eine Gefahr, dass die Hyperinflation irgendwann die Folge sein wird und dass man früher wie in Deutschland da, dass man sagt, okay, alles klar, Kacke, hat alles nicht geklappt. Lassen wir mal bei Null anfangen. Jeder kriegt 100 deutsche Reichsmark und fertig. Und was ist dann wichtig? Dann ist wichtig, dass man Assets hat, also dass man Gegenstände hat, die einen Wert haben. Also wie zum Beispiel Immobilien, wie zum Beispiel Gold, wie zum Beispiel Bitcoin, wie zum Beispiel die ganzen Sachen. So, aber darum geht es jetzt gar nicht erstmal. Es geht darum, was alles passieren kann und wie man sich da rausholen könnte. Und ich sage ja so, die Schere zwischen Reich und Arm wird immer weiter, weil Inflation hilft den Reichen und zerstört die Mittelschicht und die Armen. Weil wenn du nicht genug Geld hast, um dein Auto zu betanken, und das wird dann nochmal 20% teurer, nochmal 20%, und die Heizkosten sind nochmal 20%, dann macht dich das kaputt. So, aber die Reichen, sagen wir mal, es gibt einen Reichen, der hat 100 Millionen. Meinst du, den interessiert das, ob der Benzinpreis jetzt 20% teurer wird? Banane, interessiert den gar nicht. Aber seine ganzen Immobilien, sagen wir mal, der hat 20 Immobilien und die 20 Immobilien sind nicht mehr 10 Millionen wert, sondern auf einmal schon 20 Millionen in den letzten 5 Jahren, dann wird der immer reicher. Und die Armen werden immer ärmer. Und deswegen geht die Schere immer weiter auseinander. Und das Wichtigste, was man auf welche Seite man kommen kann, ist nur, indem man sich finanzielle Intelligenz ansammelt, so dass man versteht, wo muss ich eher investieren und wie muss ich Einnahmen generieren. Weil auch zum Beispiel, wenn du jetzt irgendein Produkt verkaufst, dann steigt der Wert ja. Also das Wichtige ist ja, irgendwas zum Beispiel zu verkaufen, da steigt der Wert. Wenn du eine Immobilie hast, steigt der Wert. Wenn du Gold hast, der Wert wird jetzt auch steigen. Also das heißt, man muss sich die finanzielle Intelligenz ansammeln, dass man versteht, wo man rein investiert und was man macht und dass man nicht einfach in der Spirale bleiben kann jetzt mehr. Man kann jetzt nicht mehr da drin bleiben. Also wenn dein Arbeitgeber dir nicht 15% jedes Jahr in den nächsten Jahren mehr gibt, man muss sich abkoppeln. Sonst wird man genau da landen, dass man irgendwann gar nichts mehr bezahlen kann. Dann landet man da, wo ich seit über einem Jahr schon vorwarne, in dem Great Reset, wo man ein universelles Grundeinkommen bekommt. Und dann ist das hier, also dann bist du wahrscheinlich da jede Woche. Und da musst du parieren, da, reisen, da musst du dann bei allem
immer um Erlaubnis fragen und die werden wahrscheinlich immer Nein sagen. Egal, ob du reisen willst, egal, ob du auf den Geburtstag willst, kennen wir ja alles, egal, was du machen willst. So, wenn du ein universelles Grundeinkommen, Great Reset, bekommst, dann haben wir ein echtes Problem. Deswegen die einzige Chance ist, dass man da nicht reinkommt in dieses System. So, und ich sag's immer wieder, im ersten Kommentar unter diesem Video hast du ganz genau mein Video, wo ich das ganz genau erkläre, wie man sich emotional und vor allen Dingen auch finanziell abkoppeln kann, wie man was aufbauen kann, dass man aus dem System an der Seite ist und gar nicht damit was zu tun haben muss, wie die Wirtschaft gerade läuft. Okay, deswegen guck das unbedingt. Das war es erstmal für heute. Es bleibt sehr, sehr interessant. Und schreib rein, was für Videos du sehen willst. Willst du mal wieder zu Krypto oder zu anderen Finanzthemen, Gesundheit, Mindset? Schreib einfach mal unten rein. Like das Video, teil das Video, weil es ist extrem wichtig. Und das war es erstmal für heute. Bis dann, euer Coach Sessi.